Herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung und auch hallo Internet und herzlich willkommen bei SQ Enterprises zu einer kleinen Trailer-Analyse des der auf der E3 2014 gezeigten Trailers zur Master Chief Collection. To find him. You have to forget the stories. Forget the legends. You have to do more than walk in his footsteps. For he is more than the sum of his actions. I tell you this, not because I trust you, Agent Locke. But because all our lives are at stake. Because the seeds of our future are sown in his past. Ja, zu Beginn sehen wir eine der ikonischsten und klassischsten Szenen der ganzen Halo-Geschichte überhaupt aus dem Anfang von Halo 2 in neu gerenderter Grafik. Sieht eigentlich ziemlich cool aus, ist eine geile Render-Cutscene auf jeden Fall geworden. Und währenddessen redet, meiner Meinung nach, zu ziemlich großer Sicherheit, der Arbiter. Ja, einer meiner Lieblingscharaktere kehrt offensichtlich in irgendeiner Form zurück, hat nochmal eine Rolle zu spielen. Und später sehen wir ihn auch nochmal gespiegelt im Visier. Das heißt, es ist eigentlich ziemlich klar davon auszugehen. Ja, und zu wem spricht der Arbiter überhaupt? Zum Agent Locke, einem ONI-Agenten. Der auch schon öfters mal angeklungen ist und vor allem den wir auf dem Cover gesehen haben von Halo 5, was ja vor einigen Tagen und Wochen erschienen ist, wo wir uns dann alle erstmal gefragt haben, wer ist diese Person? Viele Spekulationen sind aufgetreten. Nun ist es bestätigt, es ist ein ONI-Agent und es ist wahrscheinlich der, über den Halsey schon mit einem anderen ONI-Mitarbeiter am Anfang von Halo 4 geredet hat, der den Master Chief in irgendeiner Hinsicht ersetzen soll. What does John have to do with this? You want to replace him? The Master Chief is dead. His file reads missing in action. Und nun geht es nicht nur darum, ihn zu ersetzen, sondern darum, ihn zu finden, denn er ist offenbar verschwunden, was wir auch schon letztes Jahr auf der E3 sehen konnten. Er geistert irgendwo durch die Weltgeschichte und ist ganz alleine. Und nun ist wohl die Mission dieses Agent Locks, ihn zu finden, und dazu holt er sich natürlich die Hilfe vom Arbiter und redet wohl mit ihm auf San Helios. Nur nochmal eine Anspielung auf die Master Chief Collection, indem er die ganzen Abenteuer, Aktionen und so weiter des Master Chiefs nochmal ein wenig Revue passieren lässt. Aber der Arbiter sagt ihm ja auch, dass er mehr machen muss, als nur in die Fußstapfen des Master Chiefs zu treten, um ihn zu finden. Er muss wirklich deutlich mehr machen. Er muss, weil der Master Chief auch mehr ist als die Zusammenfassung seiner Aktionen. Er ist nicht nur ein einfacher Soldat, er ist eine ganz besondere Person. Und der Arbiter erwähnt natürlich auch noch, dass die Leben von allen, also nicht nur die der Menschen, sondern offensichtlich auch der Eliten, in den Händen des Master Chiefs quasi liegen oder darin liegen, den Master Chief zu finden, besser gesagt. Und dass die Samen, wie er so schön sagt, oder die Saat der Zukunft von allen bereits in der Vergangenheit des Chiefs zu finden ist. Das heißt, der Chief wird offenbar noch eine deutlich wichtige Person, als er es bis jetzt noch war. Und erst der auserwählten Schiene wird noch ein wenig weiter drauf rumgefahren. Und ja, dieser Agent Locke soll ihn jetzt halt finden und deswegen ist er offensichtlich oder wahrscheinlich nach St. Helios gereist, um den Arbiter zu konsultieren. Zumindest könnte man gut vermuten, dass er sich auf dem Heimatplanet der Eliten befindet, weil das ja der letzte bekannte Aufenthaltsort des Arbiters von uns ist, den wir in Halo 3 mitbekommen haben,
als er gesagt hat, dass sie jetzt nach Hause fahren und so weiter und so fort. Nun ja, das waren im Groben und Ganzen auch schon meine Gedanken zum Halo Master Chief Collection Trailer, der jetzt auf der E3 gezeigt wurde. Was sind eure Gedanken? Was vermutet ihr noch? Was denkt ihr, wird in Halo 5 passieren? Weil hier auch schon einige Hints da waren. Und ja, freut ihr euch auf die Master Chief Collection? Schreibt es mal in die Comments und checkt gegebenenfalls unseren Channel aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen. Because the seeds of our future are sown in his past.